Unbestritten ist doch, die Fusion der Harzer Nordbank wurde nicht von uns auf den Weg gebracht. In welcher Zeit wurden die riskanten Geschäfte getätigt? Von wem stammte denn der Satz, wir waren alle mehr oder weniger betroffen von der Idee, dass die HSH Nordbank als Global Player immer satte Gewinne einfährt? Das war nicht von einem CDU-Politiker, meine Damen und Herren. Und wer war bis 2005 Aufsichtsratsvorsitzende und wer saß dann von 2003 bis 2008 im Aufsichtsrat? Und meine Damen und Herren, nun soll es im Untersuchungsausschuss im Kern nur um das Krisenmanagement in den vergangenen 1,5 Jahren gehen. Wer hat denn dieses Land bis 2005 in ein finanzielles Desaster getrieben? Und darüber soll heute kein Mensch mehr reden? Warum eigentlich nicht, meine Damen und Herren? Wir sprechen diese Dinge an. Wir werden das klarstellen, und darüber wird noch viel zu reden sein. Und die Menschen im Land werden mitbekommen, wir sind da. Meine Damen und Herren, in den nächsten Monaten stehen Entscheidungen an, die richtungsweisend sein werden für die Zukunft dieses Landes. Wir werden über die Schuldenbremse beraten, die die Föderalismuskommission II feststellen will. Der Landtag sieht damit sein Königsrecht, die Aufstellung des Haushalts berührt. Für diesen Einwand habe ich Verständnis. Aber dann liegt es doch nahe, dass wir die Schuldenbremse in unsere eigene Landesverfassung aufnehmen. Denn es kann kein Recht auf unbegrenztes Schuldenmachen geben. Dem Schuldenmachen muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist CDU-Politik. Ein Schuldenberg von 23 Milliarden Euro lastet in Schleswig-Holstein auf der Zukunft unserer Kinder. Und auch wenn wir die Entschuldungspolitik der vergangenen Jahre in der Wirtschaftskrise nur ein Stück weit aussetzen müssen, wollen wir gesunde Staatsfinanzen. Das ist CDU-Politik. Und ich meine, wir stehen an einem Scheidewege. Entweder wir nehmen finanzpolitische Verantwortung wahr oder wir distanzieren uns vom Sparwillen und lassen andere über unser Schicksal entscheiden. Ich glaube an Schleswig-Holstein und ich glaube daran, dass wir unser Schicksal selbst bestimmen können und wollen. Und das unterscheidet mich von meinem Herausforderer, meine Damen und Herren. Ich mache CDU-Politik. Und deshalb bin ich auch der Meinung, jetzt in dieser Phase, vor diesem Hintergrund der Steuerschätzung, Rainer Wiegert, den Menschen teure Versprechungen zu machen, ist der falsche Weg. Und 3 beitragsfreie Kindergartenjahre auf einem Schlag sind zu teuer. Und machen wir mit einem beitragsfreien Kindergarten, ja übrigens initiiert von der CDU, auch das dürfen wir draußen ruhig mal wieder sagen, den Anfang und handeln auch vor dem Hintergrund unserer dramatischen Haushaltslage verantwortungsbewusst. Das ist unsere Politik und das unterscheidet uns von der SPD. Und ich weiß, die Haushaltslage bestimmt über kurz oder lang unseren Handlungsspielraum. Man kann nicht unbegrenzt Schulden machen. Zu dieser Erkenntnis ist offensichtlich noch nicht jeder gelangt. Und in 4 Jahren Koalition mit uns hat die SPD wenig dazugelernt. Ich bedauere das. Aber, liebe Parteifreunde, die CDU wird den Unterschied deutlich machen. Und gewinnen wird nur, wer die besseren Konzepte hat und sie auch geschlossen nach außen vertritt. Mit unseren Botschaften werden wir werben. Die Menschen werden spüren, wir wollen das Beste für unser Land. Und auch,
Und auch die Köpfe der CDU werden den Unterschied machen, meine Damen und Herren. Das Angebot an die Wählerinnen und Wähler steht auf unserer Liste für die Landtagswahl. Der Vorschlag des Landesvorstands ist ausgewogen. Und ich bedanke mich insbesondere bei dem Kreisvorsitzenden aus Dithmarschen, Tim Hollmann, für seine Mühe, die er sich gemacht hat, und für die Transparenz und dieses demokratische Verfahren, das er gewählt hat. Es ist besprochen worden im Kreise der Kreisvorsitzenden. Es ist besprochen worden, die Liste ist besprochen worden im geschäftsführenden Vorstand, im erweiterten Vorstand. Und jetzt und heute, meine Damen und Herren, haben Sie als Delegierte die Entscheidung, über diese Liste zu treffen. Unterschiedliche Berufsgruppen sind aussichtsreich positioniert: Angestellte, Beamte, Freiberufler und Selbstständige. Und eines ist besonders wichtig: Wir haben mehr weibliche Direktkandidaten als beim letzten Mal, die wir auf den vorderen Listenplätzen berücksichtigt haben, meine Damen und Herren. Und bei mancher persönlichen Enttäuschung, die ich persönlich sehr nachvollziehen kann, sage ich dennoch voller Stolz: Wir haben hervorragende Direktkandidatinnen und Kandidaten und eine Liste, die sich sehen lassen kann. Und mit diesem Team werden wir das Beste für unser Land erreichen, meine Damen und Herren. Die SPD ist die Opposition von morgen, in Berlin und hier in Schleswig-Holstein. Die Programme liegen auf dem Tisch. Da wird so getan, als könne die Politik alles regeln. Und dagegen sagen wir: Wir wollen nicht die Verstaatlichung des Menschen, sondern die Vermenschlichung des Staates, meine Damen und Herren. Und wir brauchen keinen Staat der Funktionäre, wir brauchen einen Staat, der funktioniert. Und wohin die SPD mit ihrem Spitzenkandidat für die Landtagswahl steuern wird und will, wohin er die SPD steuert, das zeigt auch das Programm für die Bundestagswahl. Für den innenpolitischen Teil war er maßgeblich zuständig. Es enthält eine Orgie von Versprechungen: Von unten Mindestlohn und Minimalsteuer, 300 Euro Kopfprämie für Lohnsteuerzahler ohne weitere Einkünfte, Postkarte genügt, Kappung der Renditen per Börsenumsatzsteuer, und von oben, wo Schröder den Spitzensteuersatz gesenkt hat, wird jetzt der Sozialneid bedient. Das ist die sogenannte Reichensteuer aufs halbierte Einkommen, eine knallharte Steuererhöhung, für die Frauen eine 40%-Quote in Aufsichtsräten, für die Eltern Kinderrechte ins Grundgesetz und für die Basisdemokraten Volksentscheide auch im Bund. So wird eine Gesellschaft links gestreckt, meine Damen und Herren. Und für jeden hat die SPD etwas im Angebot, nur nicht für die ländlichen Räume. Und dabei macht doch beides unsere Heimat aus: städtische Zentren und ländliche Regionen. Wir wissen das und haben mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass gestern im Hamburger Umland, ich glaube in Rellingen, ein Programm vorgestellt wurde, wo es darum geht, nach der Landtagswahl, nach der SPD geht, den Hamburger Raum zu stärken. Das ist sicherlich richtig. Aber wir wollen nicht nur den Hamburger Raum stärken, sondern wir wollen Politik für ganz Schleswig-Holstein machen, meine Damen und Herren. Und dieser Herr aus Wolkenkuckucksheim soll unser Land regieren? Nicht umsonst nennt ihn die Süddeutsche einen klassischen Lautsprecher, der mit Forderungen um sich wirft. Seine Kandidatenschuhe sind so überdimensioniert, dass er sich darin umdrehen könnte, ohne die Richtung zu verändern, meine Damen und Herren. Liebe Parteifreunde,
Dazu kommen die linken Bündnisszenarien, über die hinter verschlossenen Türen geredet wird. Da wird immer wieder versucht zu versichern, dass SPD und Linke im Bund nicht zusammenpassen. Wer das glaubt, wird selig. In Hessen, in Nordrhein-Westfalen und bei uns wird geeiert und in Berlin wird es gemacht. Schleswig-Holstein soll nach dem Unfall von Hessen zusammen mit Nordrhein-Westfalen das nächste rot-rote Musterland werden. Da ist die Strategie zu erkennen. Die Linke soll Schritt für Schritt über die Länder hoffähig gemacht werden. Und spätestens, wenn Lafontaine mal nicht mehr in Berlin ist, werden den Linken die Türen zum Kabinett sperrangelweit geöffnet. Und dabei hat die Linkspartei oder besser ihre Vorgängerin eindrucksvoll gezeigt, dass sie es nicht kann. Mit denselben Rezepten wie im realen Sozialismus zu DDR-Zeiten versucht die Linke jetzt Kapital zu schlagen aus der Krise. Sie gefährdet die Ordnung der Bundesrepublik und die SPD steht Gewehr bei Fuß. Das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und machen wir uns nichts vor. Für den Landesvorsitzenden der SPD gibt es ein Vorbild. Er ist der Ypsilanti des Nordens. Wir passen auf. Wir müssen dagegen halten, denn wir wollen das Beste für unser Land. Und meine lieben Parteifreunde, für mich gilt, wer die Menschen nicht mag, der soll sie auch nicht regieren.